der Hans kann jetzt über THC-Gehalte, CBD-Gehalte und Analysen referieren. Ich klicke mich dann demnächst ein. Bis gleich. Voilà, Hans. THC-Gehalte sind ein zentrales Thema, kommen oft vor in irgendwelche Pressemitteilungen der Drogenbeauftragten oder von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und es geht darum, einfach mal zu zeigen, wie die Entwicklung ist und was sich in den letzten Jahren geändert hat. Und da haben wir jetzt ein Bild, eine Grafik. Da sieht man von links bis zwei Drittel nach rechts und dann nicht mehr eine grüne Linie. Und das ist, wie man früher im Marihuana den THC halt gemessen hat. Man hat nämlich Blüten und Blätter und alles durcheinander gerechnet und einen Einheitswert aller beschlagnahmten Marihuana-Proben, egal ob es Kraut oder Blüten waren, als Daten herausgegeben. Aber dann im Jahr 2006, da sieht man eine rote Linie und unten so eine violette Linie. Und die rote Linie zeigt den THC-Gehalt in den Blüten und die violette im Kraut. Und da sieht man, seitdem diese Trennung gegeben ist, dass die rote Linie nur sehr schwach angestiegen ist und ungefähr um 3% überhalb der grünen Linie liegt. Und wenn man alte Werte von den 90er Jahren mit den heutigen verglichen werden, dann ist im Vergleich auch nicht das Gleiche enthalten. Nämlich im ersten Fall, wenn es heißt, damals waren es nur so und so viel Prozent, dann war das sozusagen Kraut und Rüben gemischt. Und heute wird eben nur noch der Gehalt von den Rüben, also von den Blüten gezeigt, das, was man wirklich brauchen will. Und zu den alten Werten sind also zumindest immer 3% ungefähr hinzuzuzählen, damit man weiß, wie der Vergleich von damals zu heute eigentlich war. Und dann zeigt sich, dass die Steigerung gar nicht so groß ist, wie immer in den Medien berichtet. Wenn wir uns anschauen, wie das in den Niederlanden ist, da ist eine rote Linie. Diese rote Linie zeigt das importierte Haschisch. Und da sieht man, dass in den letzten Jahren das zugenommen hat, aber von 2007 etwa bis 2014 war es immer etwa gleich. Und da sieht man einen Anstieg. Auf der anderen Seite die grüne Linie, das ist niederländisches Gras, die ist eigentlich mit gewissen Schwankungen seit 2004 oder 2003 immer auf der gleichen Höhe. Das heißt, beim niederländischen Gras hat es in den letzten 15 Jahren keine Steigerungen von THC-Gehalt gegeben. Beim THC-Gehalt in der Schweiz, da sieht man jetzt von 2005 bis 2018 die blaue Linie, THC-Gehalt von den Blüten. Und da sieht man auch, an den Blüten hat sich nicht viel geändert. Die Linie läuft mit gewissen Schwankungen ziemlich horizontal durch das Bild. Und oben die grüne ist die Linie von Haschisch. Und da sieht man das seit 2009, wo es etwa 10% waren, in den letzten Jahren zu einem starken Anstieg gekommen ist, nämlich auf über 20%. Und dieser Anstieg geht vor allem auf marokkanisches Haschisch zurück. Das hat vor allem eine Studie in der Schweiz gezeigt, im Kanton Waadt. Der ist ziemlich repressiv. Und da haben die verschiedene Proben analysiert. Und man hat auch festgestellt, sie haben viel mehr Haschischproben als THC-Blüten zur Untersuchung eingereicht. Und daran merkt man, Haschisch wird da auch im Waadtland repressiv stärker
ins Visier genommen als Gras. Und zwar, weil das vor allem Nordafrikaner sind. Die sind vornehmlich so in der Zeit während dem Algerienkrieg als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen. Und die rauchen halt, wenn sie kiffen, traditionell Haschisch. Und da sieht man, dass also die neuen marokkanischen Sorten den THC-Gehalt sehr hoch hinaufgeht, nämlich auf 28%. Und das ist viel mehr, als es vor einiger Zeit noch war. Interessant in Deutschland ist auch, wie viel Gramm Haschisch oder Gramm Marihuana kriege ich für 1 Euro. Das heißt, ist der Preis für Drogen gestiegen, für den Wirkstoff in die Drogen gestiegen, und wo kriege ich für meinen Euro mehr Gehalt? Und da sieht man also hier in Deutschland, hier sind die grünen Säulen, das war also 2002, 2003 etwas über 7 Euro und liegt jetzt bei 10 Euro. Kann jeder mal in seiner Stadt nachgucken, was haben die öffentlichen Verkehrsmittel im 2002 gekostet und was kosten die heute. Und da merkt man, wer langt mehr zu, die bösen Drogenhändler oder die Verkehrsbetriebe in den jeweiligen Städten. Und bei Haschisch sieht man auch, es fing an ungefähr bei 6 Euro 2002, 2003 und liegt jetzt zwischen 8 und 9 Euro, in manchen Jahren sogar schon über 9 Euro. Aber da sieht man auch, die Teuerung ist, vergleich mal, was zum Beispiel Milch kostete oder Ähnliches, weniger stark als bei den gängigen anderen Produkten. Und wenn man sich jetzt guckt, die THC-Menge, die man kriegt, das ist hier die grüne Linie, und die liegt bei dem Gras ziemlich horizontal. Das heißt, das Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen das, was man für eine bestimmte Menge THC in seinem Gras bezahlt, hat sich eigentlich nicht geändert. Das ist also ziemlich konstant, während man sieht, die blaue Linie, das ist nämlich Haschisch, dass so ab dem Jahr 2011 hat es begonnen zu steigen, da waren es 9,6% und dann 9,6 Milligramm, Entschuldigung, und dann stieg es bis 2018 auf 18 Milligramm. Das heißt, vor allem die neuen marokkanischen Sorten enthalten viel THC, sind deswegen aber nicht teurer geworden. Aber man muss wissen, auch für das, was man gekriegt hat und bezahlt hat, muss man vielleicht eine kleinere Portion rauchen, um nicht Overdose zu werden. Hier aus den Niederlanden, da sieht man die THC-Werte, links die senkrechte Kolonne da, das ist der THC-Gehalt im Prozent. Und unten die horizontale ist der CBD-Gehalt. Und bei niederländischen Grassorten, Nederwit genannt, das sind Daten vom Trimbos-Institut, die machen immer so Analysen jedes Jahr, da sieht man, dass die meisten Punkte hier sehr dicht und hoch an der THC-Achse liegen und sehr links und ganz wenige weiter rechts auf der CBD-Achsen. Das heißt, es gibt sehr wenig niederländische Grassorten, die einen anständigen Anteil an CBD enthalten. Aber wenn man das vergleicht mit importiertem Haschisch, dann sieht man in dieser Struktur, es gibt einige Sorten, auch ganz links, die sind eher violett. Das sind eben vor allem die neuen marokkanischen Sorten. Aber die meisten Punkte liegen im Bereich zwischen Verhältnis THC zu CBD von 2 zu 1 bis 4 zu 1. Und man weiß, CBD lindert die Wirkungen von THC. Das heißt,
Leute, die vielleicht viel THC nicht vertragen, wenn die gleichzeitig CBD kriegen, laufen die wenig Risiko, irgendwie psychotisch auszurasten oder ähnliche Probleme zu kriegen. Und das ist wichtig zu wissen, es kommt nicht nur auf den THC-Gehalt an, sondern vor allem auch auf die THC-CBD-Ratio, ob ein Stoff gefährlich ist oder nicht. Mehr Infos gibt es dazu auf Drogengenusskultur und jetzt geht es online mit einem Interview mit Franjo Grottenhermann weiter.